Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werden wir gemeinsam ein sommerliches Goodie basteln, ein sommerliches Mitbringsel oder für was auch immer ihr das verwenden möchtet. Ich habe jetzt hier zweierlei Stempelsets verwendet und zwar aus Grüße fürs ganze Jahr. Das findet ihr im Online-Shop noch. Ist nicht mehr ein Katalog, aber im Online-Shop findet ihr das. Da habe ich zwei Sprüche hier raus. Eine süße Kleinigkeit und hier lieben Dank. Weil ein Dankeschön hat mir jetzt hier gefehlt. Das wollte ich nämlich eigentlich hier verwenden, das Beste. Und da habe ich aber diesen Zweig raus und bei den dazugehörigen Stanzformen, die nennen sich genauso das Beste, habe ich hier die Stanzform für den Zweig und dieses tolle Herz hier, das kann man zusammensetzen. Beziehungsweise auf zwei Touren ausstanzen, das zeige ich euch gleich. Das habe ich verwendet, einfach zur Deko, aber da könnt ihr ja nehmen, was ihr möchtet. Da ist auch eine ganz tolle Schrift noch hier damit dabei, das kann man zusammensetzen als Schatten und die weiße Schrift hier oben drauf. Und man kann auch Bester und Bestes hier draus machen. Da gibt es noch zusätzliche Buchstaben, die man dann noch anhängen kann. Finde ich ganz toll auch, weil es dann einfach vielfältiger natürlich noch wird. So, und ihr braucht noch dazu, zu meinem Goodie, vier Holzklötzchen. Ich nehme jetzt hier die Klötzchen vom Klötzchenmann. Ich möchte dazu schicken, ich habe die Erlaubnis, dass ich sie verwenden darf im Video und euch auch zeigen darf. Ich kriege aber keine Provision oder sowas vom Klötzchenmann. Das sind die ganz normalen Standardklötzchen. Mit 22 x 8 x 160 mm, die gibt es ja in verschiedenen Farbausführungen. Ich habe jetzt die hier in Eiche, ihr könnt Buche oder was anderes auch nehmen. Genau, und natürlich braucht ihr einen Holzleim dazu. Ganz wichtig ist Mini-Klebepunkte und ich habe jetzt hier den Leinenfaden noch mit dazu verwendet, einfach zur Deko. Und ich zeige euch mal, wie mein Goodie aussieht. Und da möchte ich auch noch was vorausschicken. Ich kann heute leider die Süßigkeiten, die ich verpackt habe, nicht ganz abdecken, weil sonst seht ihr von dem ganzen Goodie nichts mehr. Ich mache keine Werbung für diese Süßigkeitenfirma, das möchte ich einfach noch vorausschicken. Aber ich habe es verpackt und zwar teilweise mit alten Produkten auch, schaut mal, eine süße Kleinigkeit. Und hier habe ich noch alte Stempel und Stanzformen verwendet und zwar einfach tropisch, meine ich, also tropisch nennen sich die Stanzformen. Die haben vielleicht auch noch ganz viele zu Hause. Nein, tropische Träume. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Heißt das Stempelset dazu. Das war damals eine ganze Kollektion. Oder so eine Produktreihenkollektion. Ich meine vor 2 oder 3 Jahren. Ich ziehe es immer wieder gerne raus und bastle auch immer wieder mal gerne mit älteren Produkten. Und die passen halt einfach hier ganz, ganz toll sommerlich hier mit dazu. Und ihr seht, ich habe es festgeklebt. Also da kann auch nichts rausfallen. Ich zeige euch gleich noch was für die anderen Süßigkeiten, was ich verpackt habe. Wenn ihr das Holz bestempelt, rate ich euch, also mir ist es hier jetzt ein bisschen grieselig geworden, schleift es einmal vorher an mit Schleifpapier, dann ist euch euer Stempelabdruck hier einfach regelmäßiger drauf. Aber das geht super. Ich habe das auch schon bestempelt bei der Klötzchengrippe, was ich euch mal gezeigt habe. Ich verlinke es euch unten oder oben unter dem weißen i. Es ist jetzt natürlich noch nicht Weihnachten, aber Weihnachten kommt immer schneller, als man denkt. Und dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Und da habe ich auch bestempelt und das ging wunderbar. Also mit ganz normaler wasserlöslicher Tinte. Genau, und hier sind jetzt einfach 4 Süßigkeiten eben drinnen. Ich habe auch noch andere Sachen verpackt. Mit der gleichen Größe eben hier von diesen Klötzchen. Und zwar sind es so süße Kugeln hier. Und hier habe ich sie kombiniert mit dem Sketch. Moment, ich muss hier bloß meine Klötzchen auf die Seite räumen. Mit den Sketch Butterflies. Da gibt es auch die passenden Stanzformen mit dazu. Einfach um euch wieder zu zeigen, es ist ein ganz, ganz vielfältiges Projekt. Und ihr könnt da schauen, was habe ich daheim. Was gefällt mir am besten? Ich habe das jetzt hier mit Vanille pur kombiniert, weil das hier besser zu der Verpackung passt als in Weiß. Und habe hier den Schmetterling einfach ein bisschen auskoloriert mit Glutrot, weil das hier ganz toll zu der Schrift, die eben hier auf der Verpackung von den Süßigkeiten noch ist, passt. Und hier habe ich den lieben Dank. Das habe ich so ein bisschen in Schwung versetzt, sozusagen, habe ich noch mit drauf. Und so habt ihr einfach auch ein ganz, ganz tolles Goodie. Und es gibt ja auch Sommerbussis.
Und die habe ich jetzt hier verpackt und die werden wir auch heute machen. Da passen 6 Stück rein. Hier sind es 4. Da in der Verpackung, das ist eine so eine lange Verpackung, die kriegt ihr an der Kasse vorne. Und hier sind jetzt 6 Stück drinnen. Und ich finde das auch eine ganz, ganz tolle sommerliche Verpackung eben hier. Und wie gesagt, ich mache keine Werbung für diese Firma, gell? Ihr könnt da drin verpacken, was ihr möchtet. Und jetzt legen wir aber einfach mal los. Ein Tipp noch, wenn ihr mit Holzleim arbeitet, legt euch so ein Backpapier, also das ist einfach so ein Backpapier vom Backen, drunter. Dadurch haftet, falls euch ein Leim rausdrückt oder ein Kleber, dadurch haftet euch das nicht irgendwo am Papieruntergrund oder an eurem Tisch oder Tischdecke oder was ihr auch immer habt. Und damit könnt ihr super arbeiten. Ein ganz toller Helfer ist auch der Aufhebhelfer hier mit dieser Perforationsspitze. Ihr seht, ich bin schon voll Tinte heute. Da könnt ihr nämlich auch super Leim abwischen. Und ich habe mir immer so ein Kosmetiktuch noch in der Nähe, um einfach Leim sofort abzuwischen. Dann habt ihr da keine Flecken und müsst auch gar nicht unbedingt mit Schmirgelpapier jetzt irgendwie nacharbeiten, sage ich jetzt mal. Und ich klebe mir jetzt einfach, also ich mache mir da nur eine dünne Schicht drauf, dann brauche ich es auch gar nicht groß verstreichen. Und ich klebe mir jetzt 2 so zusammen. Und ihr seht schon, es lässt sich immer nicht vermeiden, dass da so ein bisschen was rausdrückt. Aber, wie gesagt, wischt euch das einfach gleich ab. Da haben wir auch noch was. Und ich nehme es mir mal hoch und schaue auch gleich auf der Rückseite, ob da was durchdrückt. Und dann könnt ihr euch das richtig fest zusammendrücken. Das ist so ein Expressleim, was ich nehme. Kriegt ihr ganz normal im Bastelbedarf. Der trocknet innerhalb von 5 Minuten. Und also ich lasse mir das meistens dann liegen, um einfach da die 5 Minuten abzuwarten. Im Video mache ich es jetzt nicht. Und ich schaue mir immer ganz gern, sind die wirklich gerade oder habe ich da irgendeinen Versatz? Manchmal ist es ein bisschen, ja, das ist einfach der Natur geschuldet, dass da einfach so ein bisschen eine Unebenheit drin ist und dann liegt das nicht schön auf oder wackelig auf, sage ich mal. Und dann richte ich mich jetzt einfach, ich hoffe, ich kann euch das jetzt so zeigen, hier nach der Außenfläche. Ich muss jetzt noch ein bisschen nach außen. Schau, dass es natürlich links und rechts bündig ist. Also das ist eigentlich selbsterklärend. Drück mir das fest. Schau auch wieder, hat es irgendwo was rausgedrückt. Das wische ich mir gleich ab. Und falls jetzt euch da innen irgendwo in diesen, ich sag mal, rechten Winkeln hier was rausdrücken sollte, das könnt ihr super hier mit dem Aufhebhelfer einfach wegnehmen. So, und dann, ich schaue bloß, ob es eben ist, jawohl. Und dann kann ich hier eben den Leim übrigens immer gleich verschließen. Dann kann ich hier mein zweites Klötzchen draufsetzen. Wenn irgendwas uneben ist, das könnt ihr, wenn es dann getrocknet ist, einfach nochmal ein bisschen abschmirgeln. Und das lasse ich mir jetzt einfach ein bisschen ja, trocknen. Ich habe eins schon vorbereitet, dass wir einfach gleich weitermachen können jetzt im Video. So, also das ist jetzt schon durchgetrocknet. Und jetzt kommen meine Bussis hier eben zum Einsatz. Ich gebe mir da jetzt einfach mal 6 Stück rein. Und dann schaue ich einfach, dass links und rechts der gleiche Abstand ungefähr ist. Also ein 7. wird jetzt ganz knapp werden, deswegen 6. Da ist einfach hinten und vorne ein bisschen Abstand, aber ich finde, das macht überhaupt nichts aus. Ich habe mir zuerst überlegt, das Ganze noch in ein Zellophantütchen zu geben. Bin davon aber abgekommen, einfach der Umwelt zuliebe. Genau. Und was ich jetzt mache, damit die jetzt nicht natürlich hin und her rutschen oder beim Verschenken in der Tasche oder wenn man es dann übergibt, irgendwie rausrutscht, das ist natürlich ungünstig, wenn da irgendwas runterfällt, klebe ich das jetzt mit Mini-Klebepunkten fest. Und zwar so, dass dieser Mini-Klebepunkt hier über diese Falte sozusagen drüber geht. Das versuche ich mir jetzt einfach so aufzusetzen. Dann kann man das so ganz gut abziehen. Seht ihr das, dass das einfach so überlappend ist? Weil wenn ihr das nur auf der Seite macht, ich hatte das bei meinem ersten, dann, wenn ihr das so ein bisschen kippt, dann klappen euch immer diese Verpackung hier auf. Das ist natürlich nichts. So, jetzt schaue ich, dass ich hier einfach links und rechts denselben Abstand habe. Und dann mache ich mir das erste hier vorne genauso. Na, schaut, da habe ich jetzt nicht ganz getroffen, aber das kriegen wir hin. Ihr könnt es auch abnehmen mit dem
Aufhebhilfe und dann einfach drauf geben und dann setze ich mal mein erstes her, dann habe ich die schon mal fixiert und dann kann ich jetzt nacheinander einfach diese mittleren, sage ich jetzt mal, also seht ihr, immer überlappend, die kann ich mir jetzt einfach hier anschließen. Das mache ich jetzt mal gerade. So, und so kleben jetzt alle und sind auch wirklich fest. Also da kann nichts rausfallen. So, und dann geht es natürlich schon zur Deko. Ich habe mich jetzt hier dagegen entschieden, hier was auf die Seite zu stempeln, weil eigentlich die Ansicht ja von so vorne ist. Im Gegensatz zu dem ist es natürlich anders. Da passen auch die gerade hier rein und ich habe sie auch da hinten mit einem Mini-Klebepunkt. Ihr seht, das ist meine erste, mein erster Versuch. Da habe ich noch nicht, genau, das kann ich euch noch zeigen, da habe ich noch nicht geschmirgelt. Also das ist ein bisschen laufig gewesen hier. Einfach weil das so ein bisschen ein grobes Klötzchen auch war. Die sind ja nicht geschliffen oder behandelt. Und da habe ich jetzt einfach nochmal drüber geschliffen. Da geht es schon besser. Also ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr und dann wird es wirklich richtig gut. Und auch bei dem hätte ich jetzt, weil die Draufsicht ja so ist, hätte ich jetzt hier noch was stempeln können. Ich wollte es euch aber jetzt so zeigen, einfach die Deko von oben. Aber hier ist es jetzt natürlich die Draufsicht eigentlich so rüber. Und deswegen machen wir auch die Deko so rüber. So, und zwar verwende ich jetzt dieses Herz hier mit diesen Blättern hier. Also ich finde, das macht einen ganz tollen Effekt. Ich habe mir das jetzt hier schon mal ausgestanzt. Das kommt so raus, also ohne, dass es richtig ausgestanzt wird. Also ihr könnt es super für Hintergründe auch verwenden. Und dann braucht ihr dieses Herz hier noch. Und zwar könnt ihr das super hier jetzt einfach drauflegen, schauen, dass einfach ringsum der gleiche Abstand ist. Ihr könnt es auch mit einem Haftnotizzettel einfach noch fixieren und das kurbelt ihr euch jetzt einfach nochmal durch. Das mache ich mal schnell eben. So, und dann kommt es so raus. Hier ist jetzt noch so ein Rand drin. Den habe ich jetzt für mein Goodie nicht verwendet, aber den finde ich auch total toll. Den könnte man jetzt da einfach noch irgendwo auf ein Projekt mit aufsetzen. Das ist hier unten geöffnet, macht aber hier so einen ganz tollen Effekt, so ein ganz geschwungenes Herz. Ich finde das total schön. Wie gesagt, heute verwende ich es nicht. Und hier ist es jetzt so, dass das nicht ganz ausgelöst wird hier sozusagen. Und das knipse ich mir einfach heraus. Ihr könnt jetzt natürlich entscheiden, ob ihr das jetzt hier einmal ganz kappt. Oder ob ihr, ich mache es jetzt so, dass ich mir hier wie so eine kleine Rundung schneide. So, dann habt ihr hier einfach noch so einen Ausläufer von diesem geschwungenen Herz hier. Und natürlich könnte man das jetzt auch nochmal für einen Kartenaufleger, zum Beispiel für so eine kleine quadratische Karte hier verwenden. Das ist übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, Vanille pur, weil das eben hier ganz toll zu diesem Vanille hier passt. Und ich habe jetzt hier Farbkarton im Baby, blau und meine Stempel- und Perforiermatte, weil das sind Klarsichtstempel. Und nehme jetzt eben diesen Zweig aus dem Stempelset und auch, wie gesagt, Babyblau, Ton in Ton, mit dem Farbkarton, stempel das einmal auf. Und dann habe ich hier die Stanzform zum Ausstanzen hier. So, das ist jetzt der hier. Und dann nehme ich auch nochmal Vanille und nehme jetzt Azurblau. Ich fand, das passt am besten jetzt hier zu diesem Rand. Hoppala, hier habe ich schon was vorbereitet, ihr seht's. Und stempel mir das jetzt auch ab, diesen lieben Dank, der kommt aus den Grüßen fürs ganze Jahr. Und das schneide ich mir jetzt bloß noch kurz zurecht. So, das habe ich mir zurechtgeschnitten und noch ein bisschen angeschrägt. Und dann können wir im Endeffekt zusammensetzen. Ich nehme jetzt einfach so ein bisschen zum Hingucker hier noch so einen Leinenfaden. Ich schneide es mir jetzt noch nicht ab, weil ich verschätze mich da immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verschätze mich immer. Ihr könnt es zweimal oder dreimal drumherum machen, wie es euch gefällt. Ich mache das ganz gern so ein bisschen überlappend, ne, irgendwie. Mein Augenmaß ist heute irgendwie nichts. So, und dann kann ich es abschneiden. Dann weiß ich, wie viel ich ungefähr brauche. Ich mache jetzt die Schleife jetzt einfach mal auf die Seite hier und ich mache aber einen Doppelknoten, damit mir das hier nicht davon saust. So, und dann kann ich mir hier mein Herz hersetzen.
Und den bearbeite ich mir jetzt einfach noch ein bisschen, und zwar, dass er ein bisschen Schwung kriegt. Und dann nehme ich meinen Papierfalter dazu und ziehe mir einfach dieses Etikett so ganz vorsichtig so ein bisschen über den Papierfalter drüber. So, dass es keinen Knick gibt im Papier. So, und jetzt schaue ich, wie ich das haben möchte. Auch beim anderen hatte ich es jetzt so rüber. Jetzt schaue ich mal, jetzt mache ich es mal so. Dann kann ich das hier so ein bisschen verstecken. Und da nehme ich mir jetzt auch wieder Mini-Klebepunkte. Ich kann mir den auch abnehmen, hier mit dem Aufhebhelfer, und suche mir da eine Stelle, die da aufliegen darf und die ein bisschen dicker sind, wo ich das dicker ist, dass ich das einfach hier verstecken kann. Schau mal, dann habt ihr den auf einer Seite schon fixiert. Und dann nehme ich mir jetzt einfach Dimensionless, klebe mir eins da hinten drauf. Und damit kann ich jetzt da mein Herz auch noch ein bisschen fixieren. Schaut mal her. Das kann ich mir jetzt da so drüber geben. Und den kann ich mir jetzt einfach so auch drüber geben, damit der Abschnitt hier so ein bisschen versteckt ist. Und das kürze ich mir noch ein bisschen ein. Und schauen, dass ich mein Herz nicht erwische. Und den mache ich mir jetzt einfach auch mit einem Mini-Klebepunkt. Einfach hier. Und ein bisschen Bling-Bling darf man natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich jetzt hier die Schmetterlinge in Mattmessing. Die passen da wunderbar dazu, finde ich. Und da könnt ihr entweder einen kleinen oder einen großen Schmetterling nehmen. Ihr könnt es hierher setzen. Hier kommt er, glaube ich, gar nicht so zur Geltung. Ich setze ihn, glaube ich, hier auch wieder auf das Blatt hier. Und ihr könnt es so ein bisschen hochbiegen. Dann ist es einfach noch so ein bisschen, ja, lebendig sozusagen. Und schaut mal, das ist doch jetzt ein ganz, ganz süßes Sommermitbringsel, also süß im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich glaube, da kann man einfach jemand eine Freude machen. Und ihr könnt das natürlich für alle Jahreszeiten auch wieder abwandeln. Ihr könnt da was für Weihnachten reintun. Herbst, Frühling, Sommer eben. Und ich wünsche euch da jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Verpacken, beim Kreativsein und beim Verschenken dann natürlich auch. Und ich finde, das ist das Schöne an unserem Hobby, dass man einfach jemanden ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, jemanden mit einer Kleinigkeit überraschen kann, das er vielleicht gar nicht erwartet, und einfach so ein kleines Dankeschön sagen kann. Gerade so gegen, ich sag mal, Schuljahresende, Kindergartenjahresende, bei vielen beginnen ja jetzt die Sommerferien oder haben vielleicht schon begonnen. Ich weiß es, ich bin gerade gar nicht informiert. Wir in Bayern sind immer noch die allerletzten, die dann Sommerferien haben. Bei uns sind jetzt noch 5,5 Wochen Schule. Und ja, ich glaube, so ein kleines Mitbringsel freut jeden. Und ich wünsche euch da jetzt ganz viel Spaß beim Verschenken. Ich gebe euch die Maße und die verwendeten Materialien einfach wieder unten in die Infobox mit rein. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder im Onlineshop unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch, ein Abo und einen Kommentar von euch freuen. Und ja, viel Spaß beim Kreativsein. Bleibt gesund, macht es gut, genießt den Sommer und bis bald. Ciao!